Endlich ist er da, der Trailer zum nächsten X-Men-Mutantenfilm. Das gute Stück soll New Mutants heißen. Im Film wird uns eine neue Generation Mutanten vorgestellt. Wir haben uns den Trailer angesehen und können mit großer Gewissheit sagen, dass dieser Film ganz anders als seine Vorgänger sein wird. Also anschnallen und zugucken. Was wissen wir über die Story? Das Setting sieht mehr nach einem Horrorfilm als nach einem klassischen Marvel-Superheldenfilm aus. Der Film spielt wahrscheinlich die meiste Zeit in einem Krankenhaus oder einer Irrenanstalt, die mehrere Mutanten beheimatet. Im Trailer sehen wir einen Friedhof, auf dem Grabsteine keine Namen stehen, sondern einfach Nummern. Das wiederum weist darauf hin, dass in der klinischen Einrichtung Versuche an Mutanten durchgeführt werden. Wie schon im aktuellsten Wolverine-Film Logan, in dem die kleine Laura oder wie die Forscher sie nannten X-23 auch in solch einer Einrichtung behandelt und untersucht wurde. Diese Experimente können jedoch auch von der Essex Corporation durchgeführt werden, die am Ende von X-Men Apocalypse das Blut von Wolverine an sich nahm. Der Film wird sich wahrscheinlich um die junge Mutantin Mirage drehen. Im Trailer bekommt sie eine grüne Substanz verabreicht, die wir auch aus dem Film Logan kennen. Diese verstärkt die Mutantenkräfte, was bei Mirage gar nicht so gut ist. Sie hat die Fähigkeit, Ängste und Wünsche als absolut realistische Illusion hervorzurufen. Das würde die verschiedenen Visionen der anderen Mutanten erklären. Die Experimente an Mirage könnten aus der Anstalt ein einziges Horrorhaus machen. Die Visionen sorgen wahrscheinlich dafür, dass die anderen Mutanten ihre Kräfte einsetzen, was sich an der zerkratzten Dr. Race im Trailer erahnen lässt. Die Ereignisse in Gefangenschaft schweißt die Mutanten wahrscheinlich zusammen und macht sie letztendlich zu einem richtigen Team. Und obendrein wurde bestätigt, dass Professor X im Film auftauchen soll. Möglicherweise könnte er am Ende in der Anstalt ankommen, Mirages Kräfte eindämmen und somit die Mutanten retten. Ja Leute, das war es auch schon wieder. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr wollt, einfach hier klicken. Auch ein sehr interessantes Video. Ansonsten bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.